Wacken 2013 und ich freue mich sehr, 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 eine der einflussreichsten deutschen Metalbands überhaupt hier auf dem Sofa zu haben. Rage sind da. Schön, dass ihr hier seid. Danke, danke. Wie geht's euch? Ihr seid ja gerade, das neue Baby ist gerade auf die Welt gekommen. Es ist gestern gerade geboren worden. Also gestern war erst VÖ-Tag und wir sind mal gespannt, wie es ankommt. Ne? Eltern auf jeden Fall glücklich. Es war eine schwere Geburt, aber... Es ist ja immer so eine Mischung. Ihr habt es ja eigentlich relativ getrennt. Rage und Lingua Mortis habt ihr mit Absicht getrennt, weil ihr sagt, manche Fans wollen halt eher die Metalband haben und manche wollen das Orchestrale haben. Warum kam jetzt dieses Album? Ja, das war mehr oder weniger Wunsch von unseren Fans, das zu trennen. Und vor 2 Jahren ungefähr haben wir entschieden, das zu machen. Und ja, ungefähr 2 Jahre haben wir gebraucht, bis wir das richtige Konzept haben und genau überlegen, was wir machen, dass wir noch ein paar Sänger dazu holen. Und jetzt war ein richtiger Zeitpunkt dafür. Das war ja reif. Ein wahnsinniger Aufwand. Erzähl doch mal ein bisschen, was dahinter steckt. Ich habe gehört, 2 Orchester, Skype-Dirigenten. Das war das Größte, was wir je gemacht haben. Das ist wirklich ein Mammutprojekt. Und ungefähr ein halbes Jahr insgesamt haben wir geschwitzt für diese Aufnahme. Das angefangen, dass wir einfach ein paar Ideen gesammelt und dann Konzept entwickelt, richtig, Pew hat richtig super Story gefunden. Und dann haben wir angefangen, wie groß überhaupt dieser Line-Up neu wird. Wir haben jetzt mit 4 Sänger, über 100 Musiker, 3 Länder, 4 Studios und viel, viel, viel Stress für uns. Und am Ende, ja cool, mit dieser Skype-Geschichte war so, dass wir zum Schluss noch viel experimentiert und ein bisschen rumgejammt im Studio. Und ja, dann brauchen wir noch einen Teil von Orchester extra und da war kaum Zeit für mich zu fliegen. Mhm. Und dann haben wir per Skype das organisiert und das Orchester hat sich kaputt gelacht, weil sowas noch, haben sie noch nie gesehen, Dirigent, wer hier per Skype im Monitor irgendwo dann noch irgendwas erzählt, da leiser, da schneller. Das ist ja totaler Wahnsinn. Also ein riesengroßer Aufwand und dahinter steckt, du hast gerade angesprochen, es steckt auch eine Geschichte. Pivi, erzähl mal, was ist das für eine Geschichte, die ihr erzählt auf dem Album? Ja, also das Hauptthema, das grundsätzliche Thema ist die Hexenverfolgung im Mittelalter und ich habe halt anhand einer realistischen Geschichte, die im Jahr 1599 in Gelnhausen, das ist Nähe Frankfurt, spielt, das ist auch alles in den Stadtarchiven noch aufgezeichnet und so, habe ich halt an dieser speziellen Geschichte das Thema sozusagen vorgestellt. Wir haben mittlerweile jetzt Gespräche mit verschiedenen Theatern, das eventuell aus so ein Metal-Opera, Metal-Musical auf die Bühne zu bringen. Ja, das ist natürlich schon totaler Wahnsinn. Cool, also das ist natürlich auch das Größte, was ihr bis jetzt gemacht habt. Wenn man so mal ein bisschen zurückblickt, was war denn für dich, der du jetzt alles mitbekommen hast, so das Krasseste bis jetzt, was du mit dieser Band verbunden hast? Das Krasseste? Du meinst also der größte Schicksalsschlag oder sowas? Zum Beispiel. Ja, das war eigentlich gleichzeitig der tiefste Punkt und auch der im Nachhinein irgendwie ein Glücksgriff auch gewesen. Im Jahr 1999 ist mir während der Produktion von dem Album Ghost die gesamte Band im Studio abgehauen. Weil sie irgendwie meinten, sie müssten auf einmal irgendwie Popstars werden und haben dann eine Popband gegründet. Also das war schon ein sehr krasses Ding. Mitten im Studio, auf einmal waren sie weg. Ne? Und ich saß dann mit einer halbfertigen Platte und musste die fertig kriegen. Und da habe ich dann zufälligerweise Victor kennengelernt. Und seitdem sind wir zusammen. Das ist auch jetzt schon 15 Jahre her. Und das war dann im Grunde ein Glücksgriff. Ne? Also ganz offensichtlich. Victor, du bist ja, das ist ja ganz interessant für Leute, die sich vielleicht mit Musik nicht ganz so gut auskennen, obwohl sie gerne hören. Was ist denn die Verbindung oder die Gemeinsamkeit von Metal und klassischer Musik? Also für uns, genauso für Pivi und wie für mich, da gibt es keinen großen Unterschied, weil wir beide gerne hören Metal und genauso Klassik. Und wenn wir komponieren irgendwelche Stücke für Lingua Mortis Orchestra oder für Rage, das ist für uns wirklich absolut gleiche Stimmung, gleiche Gefühle, gleiche Emotionen. Es ist einfach unterschiedliche Instrumenten. Also da ist Unterschied wirklich nur auf dem Notenblatt, wenn ich Partitura schreibe und okay, da ist das übernimmt Geigen, das Cello. Ist einfach ein anderes Arrangement. Aber es ist Orchester kann genauso rocken wie eine Metalband. Also da ist Grund, warum wir auch genau geguckt, mit welchem Orchester wir arbeiten. Weil es gibt viele klassische Orchester, welche sehr gut Klassikmusik spielen, aber verstehen überhaupt nicht, was ist Metal. Und wir haben ein spanisches Orchester zum Beispiel jetzt gefunden, als jüngerer Student, als alle Metaller, sie wissen ganz genau, sie auf der Bühne fühlen sich wohl und das sehr homologen zusammenpasst. Und wir schreiben auch Stücke, also wir machen nicht wie andere Bands so orchestrale Arrangements für irgendwelche Songs, welche für Band komponiert. Wir komponieren für
so ein riesiger Line-Up mit 40, 50 Leuten, wo auch klassische Instrumenten dabei sind. Eine große Partitur. Genau. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart, Pevi und Viktor. Dankeschön. Danke.